So. Okay, wir brauchen ein Orchester für dich. Oh, what? Another chessboard? Oh, this was my very first one. And it's not trying to kill us this time. You know I'm not good at chess. Doesn't matter. It's just for fun. Ich kann keinen Schach spielen. Das ist mir egal, dann gewinne ich wenigstens. Hey, May, come here. Aber ich bin nicht gut in Schach, also. Ich habe keine Ahnung, wie Schach funktioniert. Das ist relativ einfach. Wie, weißt du, wie die sich bewegen müssen? Nein. Also, die Bauern, das sind die hier vorne. Die gehen immer einen Schritt nach vorne. Ja, die Figurenkirche. Also Bauern, Turm, genau. Springer. Nee, das ist das Pferd. Der Springer. König, Dame, König. So. Aber was ist das da? Das ist der... Das da. Ah, der Läufer. Der Läufer, genau. Nicht Läufer? Okay. Genau. Also... Du hast die Bauern, die können immer einen Schritt nach vorne oder wenn dir eine, also nehmen wir mal den hier, der kann jetzt entweder hier hin oder wenn hier ein Gegner steht, könnte er hier hin. Aber ansonsten immer nur eins nach vorne. Okay. Dann hast du den Läufer, der geht immer nur diagonal auf der Farbe, auf der er steht. Deswegen steht einer auf dunkel und einer auf hell. Hast hier irgendwie viele Felder oder ist das egal? Das ist bei dem egal. Okay. Der Springer geht immer zwei vor und dann eins zur Seite, egal ob rechts oder links. Oder zwei zur Seite und eins nach vorne oder nach hinten. Also der geht immer okay. So zwei, eins. Okay. Wichtig bei dem, der kann überspringen. Also wenn da einer steht, ist ihm das egal. Nur das Feld, wo also er hingeht. Könnte der jetzt auch quasi hin. Genau, genau. Okay. Und der Turm geht immer nur geradeaus. Oder eben zur Seite geradeaus. Und auch egal, wie viele Felder? Egal, wie viele Felder. Okay. Der König kann in jede Richtung, aber nur einen Schritt. Die Dame kann überall hin. Ganz nach vorne, ganz nach hinten, zur Seite. Also diagonal oder horizontal. Das ist auch vollkommen egal. Okay, und kann der König, kann der auch diagonal? Oder ja, immer nur... der kann überall hin, aber nur einen Schritt. Und wie ist das Ziel des Spiels? Das Ziel des Spiels ist, den König schachmatt zu setzen. Das heißt, dass egal, wo der König seinen nächsten Schritt hinmacht, er immer geschlagen würde von deiner Figur. Das heißt, also meine Figur dahin käme, oder was? Genau, genau. Also wenn, sagen wir mal so, hier, stell dir vor, die Bauern hier sind alle weg und du hast deine Figuren so platziert, dass du diese drei... Felder hier komplett abdecken würdest, dann wärst du der Gewinner, weil du mich schachmatt gesetzt hättest. Ich hätte keine Möglichkeit, mit dem König irgendwo hinzukommen, wo du mich nicht in der nächsten Runde schlägst. Aha. Machen wir einfach mal eine Runde und dann gucken wir, wie es läuft. Ja, was gibt's hier noch für Dinge? Ich glaube, das ist einfach nur beenden mit Remis. Das heißt, dass, dass du aufgibst. Und das ist, glaube ich, nur die Zeitmessung. Wie bewege ich denn die Dinger da? Warte mal, nee, noch nicht, weil weiß fängt immer an. Ach so. So. Okay. Ach, guck mal, die wird sogar angezeigt, wie die laufen können. Also damit kannst du jetzt im ersten Schritt zwei nach vorne. Warum zwei, weiß ich nicht. Aber ich bin richtig schlecht in Schach. Nee, das ist, glaube ich, eine doofe Idee. Mit dem kannst du jetzt zum Beispiel dich nicht bewegen, weil die gelben Felder, sag ich schon, die hellen Felder noch besetzt sind. Mein Pferdchen hat gerade geschnauft. Ich kann das gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ist egal. Also du solltest versuchen, einfach von mir so viele wie möglich vom Spielfeld zu nehmen und oder eben meinen König möglichst schnell schachmatt zu setzen.
So, das war jetzt zum Beispiel nicht so schlau, weil jetzt kann ich dir einen Bauern wegnehmen. Ach so, du musst den quasi einfach wie bei Mensch ärger dich nicht. Ja, also okay. Ich muss versuchen, deinen König so in Bedrängnis zu bringen, dass du. Warum kann ich jetzt mit meinem nicht rechts rum? Weil da keiner steht, den du wegschlagen könntest. Willst du einen Tipp haben? Dann nimm das Pferd weg, sonst ist das Pferd gleich weg. Also, sonst schlage ich nämlich in der nächsten Runde dein Pferd. So. Stell das mal wieder in den Stall. Ja, alles gut. So. Warte mal, lass mich mal überlegen. Ha. So. Gucken, ob das was wird. Ich glaube ja nicht. Also das Interessante bei Schach ist halt immer so zu gucken, okay, wenn ich das jetzt mache, was wäre oder was könnte der nächste Zug von dem Gegenspieler sein? Okay, wenn ich den da hinsetze, das wäre nicht so gut. Shit. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Okay. Zerquetscht. Himmel! Ja, den kannst du zum Beispiel nicht bewegen, weil die Felder alle besetzt sind. Also der Einzige, der überspringen kann, ist das Pferd. Das Schöne ist ja, dass ich ja überhaupt keinen Plan habe, was ich da mache. Ja, das merkt man auch so ein bisschen, was es mir dann wiederum schwerer macht, zu gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe in meinem Leben noch nicht mal Schach zugeguckt. Ja, mein Bruder, der hat früher total gerne Schach gespielt und er hatte mal niemanden, der mit ihm zusammenspielt. Deswegen habe ich dann so ein bisschen... dann stelle ich die mal da hin. War jetzt nicht so schlau, aber egal. Aber warum kann ich jetzt mit meinem kleinen Männchen nicht auf dein Türmchen? Weil du nur diagonal schlagen kannst mit dem Bauern. Also du kannst geradeaus, kannst du nicht. Du kannst nur diagonal schlagen. Aber ansonsten kannst du nur geradeaus laufen. You, Cody. Just wait till the next one. Oh, fuck, ich stehe ja im Schach. Was?
Ja, du könntest mit deiner Dame meinen König in der nächsten Runde schlagen, wenn ich ihn nicht irgendwie schütze. Dann mache ich das so. Damit habe ich jetzt zum Beispiel, weil du hättest diagonal auf meinen König gehen können. Huch. Nein, also. Das macht irgendwie voll Spaß. Ja, das Blöde ist jetzt halt, dass ich die Zeit eingestellt habe. Okay, ich stehe wieder im Schach. Was kann ich machen? So. Und das war ganz schlecht, weil jetzt kann ich mit dem Pferd eine Dame schlagen. Und die Dame ist die stärkste Figur im Spiel. Ja, keine Ahnung. Egal. Dumm gerade von mir. And that's that. Zeit ist abgelaufen. Ah, du hast dich gar nicht schlecht geschlagen für dein erstes Mal, muss ich sagen. Dafür, dass ich nicht wusste, was ich... Ja. Was ich Und was du tust, mega gut. Also es gibt auch Züge, damit kann man jemanden, wenn er wirklich gar keine Ahnung hat, ich glaube, innerhalb von 3 oder 4 Zügen Schachmatt setzen. Das möchte ich aber nicht nochmal spielen. Ja, ist okay. Aber war doch mal eine nette Abwechslung, so ein bisschen Grips und so. Wenn ich Schach könnte, hätten wir uns damit auch länger beschäftigt. Aber jetzt kannst du wenigstens sagen, ja, ich habe schon mal Schach gespielt. Genau, bei It Takes Two. Ja. Nicht lange, aber ich habe mal Schach gespielt. Schmann 1989. Kommt morgen angespielt, großes Fragezeichen. Ja, ich denke schon, Jimin. Ich weiß nur noch nicht, was. Warte, ich will mir ganz kurz was zu trinken eingießen. Ich schaukel hier eine Weile rum. Ja, mach das. Entertainment! Ja, ich denke schon, dass morgen ein Angespielt kommt. Ich kann nur noch nicht sagen, was. Angespielt Assassin's Creed DLC. Ups. Nee, das haben wir ja gestern schon mal gemacht. Oh, aber das Schlimme ist, dass ich direkt wieder im Assassin's Creed
Universum drin war und mir gedacht habe, so, oh, ja, alles andere stehen und liegen lassen. Okay, Schmann 1989. Yippie. Okay, das freut den G-Man, dass es morgen wieder einen angespielt gibt. The Garden Enthusiast Handbook. Guck mal, hier sind Bücher von mir, neben deinen Noten. Oh, und ich war gerade Glasmusik. Ich spiele Klavier. Und das Nette ist, dass man mir hier direkt draufgeklebt hat, was welche Note ist. Fine tastes appreciates these best. This is so schön. Auch wieder so was, wo wir tun. Mann 1989. Katja ist so emotionslos, raute Gefühle für Katja. Nein, Gefühle für Katja. Das ist so schön. Du kannst ja einfach so unfassbar viel entdecken, ne? Ja. Schön. Wie viele hier wohl ganze Konzerte mitgespielt haben? Ja. Oh, ich bin da. Was hast du getan? Ich bin etwas nah an die Kerze gelaufen. Ah, die Kerzen töten einen, das ist gut zu wissen. Ja. Ich frage mich gerade mit den ganzen kaputten Dingern, wie kann das Klavier überhaupt noch dann alle Töne spielen? There's a flute over here. War im Ferienlager? Damals im Ferienlager. Oh mein Gott. Ah, Kinder der 90er, sie verstehen es. Also verzeih mir, ne? Aber ich glaube, du musst da reinhauen. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Alles verstopft. Bitte. Bitte schön. Danke schön. There we go. You can cross now. You're welcome. Excellent. Boah, dieses Spiel, es macht mich einfach so fertig. Könntest du bitte die Tür aufsingen? Nein, ich glaube, das ist eine Aufklatschtür. Okay. Oh, what's that machine? Looks like some kind of accordion. Angry accordion? Those blasts look painful.